Was haben wir denn da? Gesundheitsspritze. Sind wir voll? Wir sind voll. Ah, würde ich ungern liegen lassen, ne? Munition. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Können wir die anderen nachladen? Natürlich nicht, ne? Shit. Hm. Was machen wir denn da? Hm. Shit, shit, shit. Klinge. Okay. Ich guck mal, vielleicht können wir die gleich noch aufheben. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Mal gucken. So. Erinnert mich gerade auch ein bisschen an Bioshock, ne? Mit den großen Fenstern und so. Und wir brauchen eine Sicherung. Haben wir eine übersehen? Wo gab es denn hier eine Sicherung? Hier oben vielleicht. Ja, da ist eine Sicherung. Guck mal an. Ich habe es. Ich frage mich, was dadurch ausgegangen ist. Naja. Wer weiß das schon? Es war klar. Moin! Da kommt noch einer, ne? Ich glaube, da ist noch einer unterwegs. Natürlich. Aua. Bleib liegen. So. Credits. Hat ja auch noch was gedroppt. Drop it like it's hot. Natürlich nicht. Was mit dir? Dropp doch mal was. Dropp doch eigentlich mal was. Mann. Super. Na gut. Vielleicht haben wir jetzt Platz im Inventar für die Munition der Flinte. Gucken wir doch mal. Nein, immer noch nicht. Ah, oh, wie ärgerlich. Ich wollte jetzt ungern die Flinte benutzen, aber anscheinend... Naja, Revolvermunition. Okay. Egal. Oh, warte mal. Wir können Gesundheit nutzen. Dann haben wir Platz. Ja. Schön im Nacken. Dann können wir auch die Munition mitnehmen. So. Das nehmen wir mit. So. Er hat keinen Kopf mehr. Wo will er hin? Der kann doch gar nicht sehen, wo wir sind. Und der hat nicht gespeichert, ne? Alles von vorne. Hallo? Achso. Machen wir jetzt alles? Machen wir jetzt wirklich alles von vorne? Oh nee, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ja. Da kommen ja die beiden hier auch nochmal, ne? Ja. Moin! Gucken, ob der jetzt was droppt. Jo. Schrotflintenmuni. Ernsthaft? Okay, warte. Dann
Wenn das so ist, machen wir das doch so. Und wir heilen uns. Wir haben mehr Schaden genommen wie vorhin. Das heißt, ich kann die Muni mitnehmen. Und die andere... Kann ich die auch schon mitnehmen? Ja, schön. Kann man mal benutzen jetzt gleich bei den zwei Gegnern. Können wir mal machen. Moin. Ernsthaft? Lade nach! Ernsthaft? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Hä? Ich hab doch... Nimm mal hier auf, bitte. Die Gesundheit. Danke. Alter, was ist das denn? Was ist denn mit dem? Also ehrlich. So, jetzt aber. Fast schon wieder gestorben. So. Jetzt speichert das Spiel, oder? Ich hoffe. Ja. So. Wo sind wir jetzt? Immer noch im Abwassersystem? Da geht's auch lang. Wo geht's hier hin? Ich habe immer Angst, was zu verpassen. Also, ne? Hier zum Beispiel. Oh nein. Vielleicht geht's hier doch nicht lang. Ich weiß nicht. Ich bin unschlüssig. Ich habe Angst, dass... Nummer 6. Ah, okay, da müssen wir lang. Alles klar. Dann gehe ich doch erst da gucken. Lager. Hallo? Der Betz. Was? Musik jetzt. Der Metzger ist da. Gesundheit wäre super. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, Sicherung. Nehme ich mit. Kommen wir zwar nicht mal zurück, aber egal. Aber wir kommen da lang. Mal schauen. Okay. Oh. Sind das besondere Spinde, weil die orange sind? Das mag nichts Gutes bedeuten. Achso, und den können wir nicht öffnen. Okay. Gut. Das ist nicht gut. Was war hier los? Ich weiß es nicht. Nur zur Vorsicht. Ich trau dem Braten nicht. Dem Schmorbraten. So. Oh. Kokons. Gucken wir nochmal. Doktor. Wo ist er denn? Da? Kokons. Adam, wenn Sie das hören, ich bin auf dem Weg zur Kuppel. Sie haben die Evakuierung begonnen. Ich habe Kaelin gefunden. Aber ich musste sie zurücklassen. Sie war katatonisch. In einer Art Kokon. Ich werde versuchen, Marla zu erreichen.
Vielleicht kann sie uns noch retten. Wenn sie das hier finden, dann hauen sie ab, so schnell wie möglich. Ja, das hat ja anscheinend nicht so gut geklappt, wenn das der Doktor ist. Wo ich jetzt mal ganz stark von ausgehe. Aber was wissen wir schon? Wir wissen einen Scheiß. Da ist eine Sicherung. Nehmen Sie mit. Oh nein. Lass mich raten. Wenn wir zurückgehen, kriegen wir... Wenn wir zurückgehen, kriegen wir Kundschaft. Schön. Schön, ja, aber kein Platz. Toll. Was ist denn das? Inventar voll. Das ärgert mich ein bisschen gerade. Erinnert mich ein bisschen an die Zeiten von Resident Evil. Na, wer kommt jetzt? Hm? Na? Ja, ja. Irgendwas wird passieren. Da bin ich mir sicher. Und wenn nicht, jetzt wandern. Wenn nicht jetzt, wandern. Wenn nicht wir, sag mir wo und wann. Aua. Okay. So, Credits haben sie und... Gesundheit. Und was da? Inventar voll. Toll. Warte mal, das machen wir anders, weil ich hätte doch schon gerne... Wir stürzen mal ab. Ich hätte doch schon gerne den Gesundheitsinjektor zumindest auffüllen. Ich weiß nicht, ob wir später größeres Inventar noch kriegen. Das frage ich mich gerade. So. Dumm, du dumm, du dumm. Es war klar, dass was kommt. So. Und hier kommt bestimmt auch was. Das sieht alles sehr schön aus. Und der Große kommt doch bestimmt auch nochmal, oder? Eingang 21E. So sollte ich zur Kuppel kommen. Muss nur den Tank leeren. Mhm. Ah ja. Und dann die Leiter hoch zur Zugangsluke. Mhm. Elias, ja. Hast du es bald? Jawohl, bin gleich fertig. Okay. Aber zuerst muss ich dieser Wache den Code abschalten. So, Reinigungszüge ist eingeleitet. Ja, ich guck mich einmal um, da liegt noch was. Das habe ich mir schon gedacht. Munition. Können wir nachladen. Da liegt auch noch was. Oh nein. Ist das eine Arena? Das erinnert mich an die ganz schlimmen Zeiten von The Evil Within. Die Arena-Kämpfe beim ersten Teil. Die waren so furchtbar. Inventar voll. Wir kriegen viel zu viel Munition. Wir kriegen viel zu viel Munition. Okay, machen wir mal. Ich meine, solange wir nicht drücken, passiert ja nichts, ne? Da können wir ja eigentlich auch, oder? Können wir eigentlich auch runtergehen. Und gucken, was hier ist. Technikraum. Und Aufenthaltsraum. Okay.
Das ist derselbe Weg, ne? Ja, okay. Gut. Hallo, ja, natürlich. Da komme ich doch gerne. Leben voll. Leben voll. Was haben wir hier? Hallo, Credits. Was? Oha. Da gehen wir gleich lang. Erstmal hier. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Ja, wir haben gesagt 900, ne? Müssen wir noch ein bisschen sparen. Ich verkaufe mal eben. So. 12 mal 12. 24 Schuss für die Pistole. Und 13 Schuss für die Flinte. Ist gar nicht so schlecht, ne? Jetzt haben wir da Platz für einen Gesundheitsinjektor. Den würde ich mitnehmen. Vorsichtshalber. So. Du, 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 du. Oh. Ich glaube, das ist die Szene aus dem Trailer, die jetzt kommt, oder? Ist das die? Ja, ich glaube, das ist die. Du armes Schwein. Ekelig. Shoot the tech. Was? Tentacles? Was? Nein, hör auf, Mann! Tentakelmutationen. Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu seiner stärkeren Form zu mutieren. Mutierte Gegner haben mehr Gesundheit und stärkere Angriffe. Schieße auf die freigelegten Tentakel, um den Gegner schnell zu töten. Stampfe auf Gegner auf dem Boden, um zu verhindern, dass sie weiter mutieren und wieder angreifen. Toll! Das klingt vielversprechend. Das ist alles sehr, sehr schön. Habe ich denn eigentlich die Schrotflinte ausgerüstet? Ja. Okay. Komm schon her. Komm her. Au. Aua. Officer James. Okay, gucken wir mal. Neue Audioaufnahme. Die haben wir beide, glaube ich, noch nicht, ne? Oder? Doch. Hör zu. Wenn du das hören kannst, schieß auf die Tentakel oder schlag sie ab. Es ist der einzige Weg. Sonst werden sie nur größer, stärker. Ich kann sie hören. Sie kommen hierher. Ich lasse nicht zu, dass sie mich kriegen. So will ich nicht sterben. Oha. Okay. Hör zu. Alles gut. So, okay, dann haben wir das. Da ist noch ein Spind. Achso. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Jetzt wissen wir auch, was hier war. Sehr schön. Gut. Natürlich. Na klar. Es war so klar. Sind das nur die beiden?
Der eine da hinten ist so unberechenbar, weil der rumläuft. Der läuft eine ganze Zeit nach da hinten. Das ist eigentlich ganz gut. Zumindest für uns. Dann können wir uns den anderen schnappen. Was macht der da? Ich warte noch mal kurz ab, ja? Weil der kommt ja jetzt hier hin. Der eine. Und wenn der wieder nach hinten watschelt, dann holen wir uns den anderen, der da am Pult steht. Hä? Wieso geht der wieder da lang? Ach, der geht wieder nach hinten, ne? Okay, warte. Moment. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Bleib bitte so. Bleib so. Bleib so. So wie du bist. Der sieht uns. Der sieht uns definitiv. Der wird uns sehen. Oder auch nicht. Als ob der uns nicht sehen würde hier. Du hast da was im Kopf. So. Bevor du anfängst zu mutieren, nochmal drauf treten. Habe ich gerade erfahren und gelesen. So. Gut. Credits. Und dann wollen wir mal. Leiten wir mal ein. Piep. Säuberung. Gestartet. So geht das. Und jetzt? Das geht doch schief. Säuberungsprozess läuft. Was zum... Wir haben nicht umsonst so viel Munition bekommen, oder? Achtung, Anomalie erkannt. Was? Willst du mich verarschen? Wo ist der? Was? Der kann sich unsichtbar machen? Na komm. Noch einer, oder was? Das waren noch nicht alle. Ich wollte gerade sagen. Das waren noch nicht alle. Zwei. Achtung. Natürlich. Achtung. Klar. Achtung. Wie viele sind denn das? Wartet mal, können wir drüber reden vielleicht? Ich bin kein Mitternachtssnack. Wie viele sind denn das? Eins? Sind das zwei oder drei? Gut, dass wir so viel Munition haben. Da hängt einer. Der kommt, ne? Nee. Aber jetzt. Danke. Säuberung abgeschlossen. Zugangsluke geöffnet. Der ist abgehauen, ne? Der Feigling. Der kommt wieder. Da hinten. Das war so klar.
Das haben wir ganz gut hinbekommen, ne? Also. So, wo müssen wir hin? Wo muss ich jetzt hin? Zugangshalle waren wir. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Warte mal. Ein leerer Abwassertank 6 haben wir eigentlich, glaube ich, jetzt gemacht, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier war nur das Lager. Okay. Ah, hier. Okay, alles klar. Gar nicht gesehen. Das ist sehr sicher, glaube ich. Vermute ich, denke ich, weiß ich nicht. Was wird uns da oben erwarten? Oder hier? Oh, Scheiße! Komm schon! Nein! Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Okay. Das geht aber tief runter. Die Dinger geben einfach nicht auf. Nee. Die werden nicht satt. Das ist das Problem. Kenne ich irgendwo ja. Das stinkt. Wow. Tja, Freunde. Was soll ich sagen? Gucken wir mal, was haben wir hier hinten? Hallo, Credits. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter in der Kanalisation. Das wird bestimmt sehr spannend. Auch auf YouTube in einer neuen Folge. Ja, ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Dann sehen wir uns wieder. Also, bis dann. Tschüss.